Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu Fairy Godmother Stories Cinderella, der erste Teil. Und weiter geht's, ohne lange rumzuquatschen. Wow, das würde mich so einschüchtern als Krähe. Yay, ich hab eine Erdnussschleuder. Nur die Frage, wofür brauche ich die erste Erdnussschleuder? Ach, hierfür wahrscheinlich. Jetzt kann ich in das Gebäude betreten. Okay, ist hier wieder ein. Dann haben wir wieder Schuhe. War kein Gegenstand, der seine Form verändert, oder? Und nachgucken ordentlich. Merkst du eindeutig ein Let's Player? Hat gleich drei Monitore. Von Cinderella keine Spur. Mit einem guten Gehör sollte dieser Tresor einfach zu knacken sein. Und das liest man von einer guten Fee, die von Tresor knacken. Redet da mal wieder ein Easter Egg von einem Weihnachtswimmelbild. Okay, ein Staub, ein Kabel, glaube ich. Nee, ein. Nicht komplettes Stethoskop. Hier fehlt. Ich brauche einen guten Halt, um den Griff, den Schließfach zu drehen. Ja, oder einfach nur eine verträumte Zange. Mit ein wenig Kreativität könnte ich daraus einen Kescher machen. Ah ja. Okay, hier können wir erstmal nichts machen. Da sind ja Mondsteine. Wo ist ein Schraubenzieher, wenn man ihn mal braucht? Ja, oder du hättest das Brecheisen mal behalten können und hättest es damit aufbrechen können. Seufzt manchmal. Also ich weiß, Wimmelbildspieler haben ihre eigene Logik, das weiß ich. Aber man könnte doch mal so vernünftig sein und gewisse Gegenstände einfach mal behalten. Ist doch nicht schwer. Ja, gut, jetzt habe ich ein kaputtes Stethoskop. Dann habe ich irgendwas, wozu ich zu einem anderen Gerät basteln kann. Eine Pumpe. Okay. Wahrscheinlich eher dafür gedacht. Da haben wir doch einen Schraubenzieher und einen Teller. Schaut an. Jetzt kann ich hier reingehen. Dahin gehen. Das aufmachen. Yay! Und wir kriegen eine spitze Hack und ein Netz. Und mit diesem Netz können wir hier das hier herholen. Ist das dein Ernst? Das Ding ist zu kurz, oder was? Ach, wegen. Ja, ich verstehe. Wegen Kescher. Jetzt verstehe ich. Schüssel. Ah, spitze Hack. Ja, da verstecke ich auch immer meine Ölkanne. War irgendwas verrostet? Jetzt sag mir bitte nicht, dass es wegen den hier. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Da brauchen wir auch noch ein paar Sternchen. Die Schüssel als. Nein, dazu sage ich diesmal nicht. Der Zerstäuber. Gut, ich werde wohl kaum den Zerstäuber mit Wasser füllen können. Habe ich mir schon geahnt. Ein Knopf würde hier helfen. Ach, mach Sachen. Gut, jetzt habe ich einen leeren Zerstäuber, eine Ölkanne.
Bringt dich halt auch nur was Verrostetes oder was ich womit ich die den Zerstäuber auffüllen kann. Aber die Frage stellt sich mir jetzt nur, was? Warte mal, kann ich mit der Pumpe vielleicht? Man darf doch wohl, man darf doch wohl noch träumen. Das. Auch nix. Ach ja, genau hier hat sich ja noch ein. Ja. Hat sich noch ein Wimmelbild dazu entschieden, zu erscheinen. Und ich muss hier was kombinieren. Ah ja, klar. Pferd und Wasser. Seepferdchen. Sterne, ja, Seestern. Njong, eine Speedschnecke. Eine Dieterich. Ja, da verstecke ich auch mein Buttermesser immer. Wofür brauche ich jetzt? Also wenn ich das jetzt für den Kürbis... Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt echt dumm aus der Wäsche geguckt. Weil, weißt du, fettes Brecheisen und ihr macht keine Anstalten, mit dem Brecheisen mal ansatzweise mal was zu versuchen. Aber bei so einem komisches Gullideckel-Ding, da... Da geht's. Ja, ihr habt's gemerkt, ich habe mich ein bisschen zugedeckt. Mir ist ein bisschen kalt. Ich hoffe, das sei mir verziehen, dass ich mich ein bisschen mal zudecken möchte. Okay, was brauche ich jetzt? Was kann ich jetzt mit dem Messer machen hier? Wird wohl kaum das hier sein. So langsam wird's echt schwierig. Jetzt sag mir bitte nicht, ich kann mit dem Buttermesser hier den Tresor knacken. Jetzt wird's langsam echt schwer. Warte mal, kann ich da die Diele aufbrechen? Nö. Also langsam wird es echt schwer. Und das Witzige ist, es ist ja schwer auf schwer. Hihi. Alles klar. Jetzt kann ich den Tresor knacken. Obwohl ich eine gute Fee bin, knacke ich jetzt einen Tresor. Öffne den Tresor, führe den Zeiger zu den drei Riegeln. Drehe den Zeiger mit dem Pfeil und drücke den grünen Pfeil, um ihn zu verschieben. Nicht alle Pfeile sind richtig. Schauen, wo muss ich da lang? Das ist ein cooles Rätsel. Ah, Alter, Mann.
Entschuldigung. Ich bin so ein Demlack. Und jetzt? Ach so, ich muss zu denen dahin. Ja, okay, da habe ich mich jetzt verleiten lassen. Und das ist speziell das Rätsel, ha? Huh? Wollte schon wieder was Böses sagen. Muss mich echt zusammenreißen, was das angeht. Und jetzt? Also das hat schon gegolten, oder was? Right. Hello, my name is Susan. I'm the secretary to His Highness King Leopold, CEO of the Royal Guild Inc. Can I help you? I'm sorry, His Majesty is busy helping Prince Adam select a partner, so he's only taking meetings with the press. Ich muss hier raus, bevor die Friedenstruppen eintreffen. Ja, das hättest du jetzt vorher entscheiden sollen, ey. Und auch kein Kaminobjekt. In dieser Schachtel befinden sich viele Fläschchen, daher wäre der entsprechende Aufsatz hier jetzt von Nutzen. Zum Kaffee sagt sie nix. Oder für die Schokolade hier. Diese Pflanze ist fast verwelkt. Wollte schon sagen, wenn da keine Fische im Aquarium wären, wäre es ein bisschen komisch. Zugang zu halten, brauche ich ein Passwort. Der Aufsatz fehlt. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? So, mal kurz in die Aufgaben gucken, weil da haben wir auch schon lange nicht mehr geguckt. Triff dich mit dem König. Spoiler! Also, wir haben jetzt eine Sicherheitsnadel. Wir brauchen hier ein Passwort. Hier fehlt ein Aufsatz, den wir leider nicht haben, oder doch? Womit kann ich den Wasser transportieren? Okay, wir haben Wasser bekommen. Für die Pflanze wahrscheinlich. Wow, da schreibe ich dir nichts auch meinen Code hin. Ich kann das Passwort aufschreiben. Jetzt will die auch noch was zum Aufschreiben. Ernsthaft? Gib's doch einfach ein, du kannst es doch merken, du bist eine gute Fee. Du hast Zauberkräfte. Okay. Ich glaube kaum, dass das hier mit dem gehen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Ich meine, jetzt habe ich eine Sicherheitsnadel und eine Ölkanne und noch was zum Aufbauen, zusammenbauen. Wo müsste ich, wo könnte ich denn noch was machen? Jetzt bin ich aber echt am Grübeln.
Ja, hier brauche ich einen Knopf. Ach so, da war das Teil für den Kescher. Verstehe. Ich will nicht wissen, wo sie jetzt auf einmal die Schnur her hat. Ja, das ist wahrscheinlich Säure. Ja, hoffentlich ist da was drin, was wir auch für den Raum da drin brauchen können. Okay, wieder ein Wimmelbild ist erschienen. Schnur brauche ich bestimmt hier für einen Besen. Ist aber ein hässlicher Besen geworden. Schäferin. Ach, die braucht ihren Schäferstock. Erbsen. Wo könnten jetzt Erbsen mit Erbsen sein? Ah. Dame Erbsen. Hexenbesen, Schäferin, Erbsen, Apfel schon wieder. Wo ist denn hier ein Apple? Wo ist denn hier ein Apfel? Da ist ein Apfel. Juwelier, finde 100 Objekte. Stiefel, Däumeling, fliegender Teppich, großer Hut, ein Haus. Da, Haus. Magische Lampe. Glasschuh. Tinnensoldat. 3 Sterne. Und die kommen natürlich hier rein. Ach, somit kriege ich das. Ja. Das. Da kriegen wir eine Zange und. Noch irgendwas? Einen Presseausweis. Mit der Zange komme ich hier weiter. Da kriegen wir einen rostigen Dolch und irgendein Abzeichen. Kann ich jetzt wieder hoch und sagen: Hallo, ich bin von der Presse. You're from Principolitan Magazine? Why didn't you say so? That's my favorite. Please, come on in. Ernsthaft? Nee, ich wollte hier rein. Would you like some water or tea? What? Your Highness, he may be dead. Was? Was ist mit dem König passiert? Na, wahrscheinlich kriegen wir die Schuld wieder. Obwohl wir erst gerade in den Raum reingegangen sind, weißt? Da braucht man einen Frosch. Wieder Easter Eggs von irgendwelchen anderen Wimmelbildern hier. Da ist wieder Mondstein. Erstmal, wenn ich einen Globus sehe, muss ich ihn drehen. Der hier fehlt leider. Öffnet sich mit den Siegeln des Königs. Alter, also, zur Party von Prinz Adam. Ihr seid herzlich eingeladen, meine Lieben. Die Einladung wird mir helfen. Ein Notizbuch, ja, das ich nicht lesen kann. Ah, das ist rostet. Da haben wir den Siegelring. Da brauchen wir diese Marken, diese Buchamulette. Vielleicht kann ich das Schloss knacken. Wieso willst du eigentlich jedes Schloss knacken? Mach dich halt immer noch verdächtiger. Was konnte ich hier mit dem Siegelring aufmachen? Das hier. Haben alle 4 Marken, okay.
Ja, das setze ich jetzt noch ein, Freunde. Tak, 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 tak. Und vor mir kommt ihr zu Eventide 3, Erbe der Legenden. Auch ein sehr geiles Filmbild-Let's Play von mir. Und dann sage ich mal, bis bald.